Liebe kleine Gemeinde, liebe Online-Gemeinde, liebe Musikerinnen, vermutlich habt ihr und haben Sie heute hier jemanden anders erwartet. Doch heute darf ich mit Ihnen und mit euch diese Andacht feiern. Mein Name ist Florentina Dürell und ich mache derzeit ein Gemeindepraktikum hier in der Lutherischen Stadtkirche. Und wir feiern diese Andacht im Namen Gottes, dem Ursprung allen Lebens, im Namen Jesu Christi, der den Glauben mitten unter uns gebracht hat, und im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die uns unsere Gemeinschaft schenkt. Amen. Wir beginnen diese Andacht mit unserem schon liebgewonnenen Abendgebet und wir sprechen es gemeinsam. Unser Abendgebet steige auf zu dir, Herr, und es senke sich auf uns herab dein Erbarmen. Dein ist der Tag und dein ist die Nacht. Lass, wenn des Tages Schein verblasst, das Licht deiner Wahrheit leuchten. Geleite uns zur Ruhe der Nacht und vollende dein Werk an uns in Ewigkeit. Amen. Lasst uns ruhig werden und in dieser Abendandacht ankommen. Und wir singen hierfür das Lied »In dir allein wird meine Seele still«. Es ist Abend und es wird still um uns herum. Wir begeben uns in die Ruhe der Nacht, doch wir begeben uns nicht allein in diese Nacht. Dieses Vertrauen dürfen wir durch den heutigen Psalm ausdrücken, Psalm 121, den wir nun im Wechsel lesen.
Da ich nicht weiß, wie es bei Ihnen zu Hause aussieht und wer gerade zuschaut, beschließe ich einfach, dass die, die sich eher links vom Bildschirm besitzen, mit mir anfangen, die eher rechts vom Bildschirm sitzen, setzen dann ein. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Mir tut ein Psalm wie dieser unglaublich gut. Und doch gibt es Momente, in denen ich dieses Vertrauen und diese Sicherheit nicht spüren kann. Und über dieses Gefühl wollen wir heute ein bisschen zusammen nachdenken. Und wir singen dazu die ersten zwei Strophen von Lied 382, in dem Wissen, dass später auch die dritte Strophe folgen wird. Liebe etwas andere Gemeinde, wir befinden uns gerade in der Zeit nach Ostern, in der Zeit vor Himmelfahrt und vor Pfingsten. In diese Zeit gehören Erscheinungsgeschichten wie die Geschichte des ungläubigen Thomas, die Emmausjünger und die Jünger am See Genezareth. Eines haben diese Erzählungen gemeinsam. Die Jünger fühlen sich verloren. Ihr Lehrer ist gestorben, sie zweifeln und wissen nicht, wie es weitergehen soll. Sie waren es gewöhnt, Jesus ganz nahe bei sich zu haben. Und plötzlich sind sie allein. Sie geraten in eine Krise. Bevor wir in die Situation geraten sind, in der wir jetzt gerade sind, durfte ich im AKH als Seelsorgerin Patientinnen besuchen. Und ich möchte Ihnen und euch heute von einem Gespräch erzählen, das ich dort vor ein paar Monaten mit einer Dame hatte, die plötzlich schwer erkrankt war. Nach einem längeren Gespräch über Gott und die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, traute sie sich endlich mir zu sagen, dass sie mit ihrem Gott gerade einfach nicht zurechtkommt. Sie versteht nicht, weshalb gerade ihr, gerade dies, gerade jetzt passieren muss. Und sie weiß nicht, ob sie zornig auf Gott ist oder an ihrem Schicksal verzweifeln soll. Und sie fragt sich, ob es Gott denn überhaupt gibt, wenn er so etwas zulassen kann. Diese Gespräche habe ich schon sehr oft geführt, jedoch traut sich selten jemand, das eigene Hadern mit Gott so klar auszudrücken. Und doch, es ist so eine zutiefst menschliche Empfindung. Und es sind Ausnahmesituationen wie diese, in denen wir beginnen, uns selbst und die Welt um uns herum zu hinterfragen.
Unsere tiefsten Überzeugungen geraten plötzlich in eine Krise. Und es gibt eben diese Momente im Leben, in denen wir Menschen uns Gott nicht mehr nahe fühlen. Wir streiten uns mit Gott oder wir verlieren das Gefühl für seine Existenz. Wir fragen uns dann, warum lässt Gott dies zu? Und wie kann es Gott geben, wenn es auf der Welt so viel Leid gibt? Und wir dürfen uns diese Fragen stellen, auch wenn wir die Antworten darauf vielleicht nicht haben und auch nicht finden. Wir dürfen zweifeln und wir dürfen mit Gott streiten. Und wir dürfen das Gefühl, von Gott verlassen zu sein, zulassen. Im Buch Jeremia, im 23. Kapitel, spricht Gott zu Jeremia: Bin ich nur ein Gott, der nahe ist und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt? Und vielleicht kennen Sie oder kennt ihr das zugegebenermaßen ziemlich kitschige Sprichwort: Freunde sind wie Sterne. Du kannst sie nicht immer sehen, aber du weißt, sie sind immer für dich da. Und so ähnlich stelle ich mir auch die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen vor. Ob wir Gott gerade spüren können oder nicht, ändert nichts an seiner Existenz. Manchmal steht unser Verstand unserem Herzen eben im Wege. Und unser Verstand erlaubt es unserem Herzen manchmal nicht, das Gefühl für Gott zuzulassen. Und auch das gehört zu unserem menschlichen Wesen und unserem Dasein dazu. Sowohl das Ringen zwischen Herz und Verstand, als auch unser Ringen mit Gott. Und doch dürfen wir uns sicher sein, dass Gott auch in diesen Momenten bei uns ist. Vielleicht aus der Ferne, vielleicht aber doch ganz nahe. Eine lebendige Beziehung kann eben nicht immer gleich sein. Und es braucht das gegenseitige Ringen umeinander, damit eine Beziehung wachsen kann. Manchmal braucht eine gute Beziehung eben auch einmal einen gewissen Abstand. Egal, ob es sich dabei um die Beziehung zwischen Partnerinnen, Eltern und Kinder, um beste Freunde oder eben um Gott und den Menschen handelt. Ich habe die Dame vom Anfang dieses Inputs übrigens nicht wieder gesehen. Aber mir bleibt die Hoffnung, dass sie durch diese Bilder ihr Hadern mit Gott ein bisschen zulassen konnte. Eine wahre und ehrliche Beziehung hält dem Hadern meiner Meinung nach stand und wird durch die wahre und respektvolle Auseinandersetzung mit dem Gegenüber gestärkt und tiefgreifender. Seien wir also nicht so streng mit uns selbst, wenn wir Tage haben, an denen wir Gott nicht fühlen können oder wir uns in schwierigen Situationen befinden. Den Jüngern ist es auch so ergangen. Und doch, die Zeiten ändern sich wieder. Und so kann vieles und wird vieles, was nicht vorhanden ist, wieder wachsen. Amen. Und jetzt dürfen wir endlich auch die dritte Strophe des Liedes singen. Lasst uns gemeinsam beten. Gott, wir sind dir manchmal so ferne und dann doch wieder so nah. Wie fremd sind uns manchmal deine Wege und dennoch wissen wir, du gehst sie mit uns. In schweren Zeiten lässt du uns nicht allein. Wir denken an all jene, die diese Nacht nicht ruhig in ihren Betten liegen können, weil sie für uns andere arbeiten müssen oder weil in ihrem Kopf die Gedanken kreisen. Wache über sie und schenke ihnen trotz allem eine gute Nacht. Wir dürfen auf dich und deine Kraft vertrauen. Du verwandelst unser Klagen in Tanzen. Du trocknest unsere Tränen. Bleibe bei uns in dieser Nacht. Und all das, was unausgesprochen geblieben ist,
legen wir in das Gebet, das du uns durch deinen Sohn gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir sprechen den Abschlusssegen gemeinsam. Heute ein bisschen eine andere Art des Segens. Gott, du Wächter der Nacht, wache über allen, die uns lieb sind, und auch über denen, die uns nicht lieb sind. Sei den Müden nahe und schütze die Wachen. Nimm das Werk des Tages und wandle es in der stille Nacht. So geht als die Gesegneten in eine gesegnete Nacht. Und wir singen gemeinsam noch eines meiner Lieblingslieder, diesen wunderschönen Kanon, der uns in die Nacht begleiten soll. Sie finden ihn im Gesangsbuch unter der Nummer 483.